2018, 19, Topps Chrome Bundesliga, Pick Your Team Case Break Nummer 18. Teams sind auf der rechten Seite. Thanks everybody for the field. Teams on the right. Good luck. Here we go. Bundesliga Chrome 18. Ah ja, schön. Ich kann aber nachholen ein Bild schicken. Wie du willst. Also, Bundesliga Chrome 18. Wir haben noch Showcase hier nach, da sind die letzten Teams frei, es sind alles, fast alles Big Teams, bis auf Leicester und Celtic. Von daher, wenn wir es voll kriegen, bringen wir es natürlich noch. Vielleicht nehme ich noch ein Team dazu. Mal schauen. Erstmal Chrome 18. Also viel Glück, Jungs. Also, wir haben in der ersten Box schon zwei rote. Schauen wir mal. Viel Glück. Insert Red zuerst. Alea haben wir noch und jetzt Red. Komm, die machen wir gleich. Ein bisschen Spannung halten hier. Oh, das ist ein Auto für Dortmund. Wie wäre es mit Julian Weigel auf 10? Red Auto Julian Weigel für Dortmund. Und das ist Serial Random. Wow. Schöner Start hier. Gucken wir jetzt gleich sofort. Schöner Start. Also auf 199 ist Rebic für Frankfurt. Kimmich für Bayern. Wir haben Pulisic, Dortmund. Rahman auf 199 für Düsseldorf. Kalou für Hertha. Gold. James Rodriguez, Bayern. Ist Janosch. Wir haben auf 191 Haberer für Freiburg, Sommer für Gladbach, Lazaro für Hertha, auf 99 Rahman Düsseldorf, auf 99 Sané für Schalke. Wir haben James und auf 100, sorry, meine Güte, auf 199 Lars Stindl, sorry. Serial Number 9 und das ist Jan. Okay, also wir haben eine Red Insert. Gucken wir das zuerst. Viel Glück und die geht an. Düsseldorf. Rahman auf 10. Die ist 9 von 10. Die 9, ist ja egal, ist kein Serial. Geht ja an Düsseldorf selber. Und Düsseldorf hat Haki. Also Haki, erster Hit. Alright. The big one. Sekunde. Serial Random. Viel Glück. Auf 10. Und die geht an. Nummer 9 schon wieder. Eine 9er Box. Wow. Nummer 9 ist Jan. Schöner Start auch für Jan. Also, schöne erste Box. Kannst jetzt mal weitergehen.
Okay. Irgendwann hat er Glück. Genau, die war's. Habe ich auch gespoilert gehabt. Also, nächste Box, viel Glück. Wir haben Düsseldorf Auto 75, Usami. Und die geht wieder an Haki. Usami Düsseldorf. Okay, weiter geht's mit Haberer für Freiburg. Wir haben Marco Reus Dortmund und auf 191 für Mainz. Serial Nummer 7. Und das ist Stats. Und Gold. Sandro Wagner für Bayern. Noch 50. Sian und noch eine Gold. Burgstaller für Schalke. Dann haben wir Nils Pedersen und auf 191 Ruben Hennings. Wir haben Eduard Löwen und auf 99 ist Nils Pedersen. Freiburg. Oh, wir haben noch eine rote. Nice. Burgstaller. Und da kommt noch eine rote. Amiri zuerst. Jetzt gleich. 99 Matthias Ginter für Gladbach. Und das ist Serial Nummer 7. 7er Box jetzt. Stats. Kramarisch für Hoffenheim. Alright. Die rote geht an. Oh, Leverkusen. Nice. Wow, das ist meine zweite rote erst in 18 Cases. Schön. Julian Brandt auf 10. Wahrscheinlich, oh ne, diesmal wäre es 5 von 10, aber ist ja kein Serial. Sehr schön. Auch mal was Schönes für mich. Und die brauche ich sogar noch. Schöner Start hier. Drei rote in zwei Boxen. Was so weitergeht, haben wir eine rote Wand hier. Ich verstehe die trotzdem immer noch nicht. Echt. Hätte aber Leverkusen rein können. Aber Leverkusen hat Dinge geholt, ne? Von Hoffenheim. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, also, ja. Von Amiri, ne? Ne, nicht Amiri. Ja, also. Ach, ich hab vergessen. Ist zu spät für mich. Ja, ich finde es echt schade, dass Brandt nichts gegen Dortmund, aber er hätte auch bei Leverkusen bleiben können, glaube ich. Die haben eine starke Mannschaft. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Naja, was soll's. So ist es nun mal, ne? Maximilian Arnold, Insert Auto für Wolfsburg. Nice. Future Stars, Morrow. Und die ist auf 50. Schwer zu sehen, 24 von 50. Ja, blöd auf dem blauen da. 24 von 50, Maximilian Arnold. Sehr schön. Morrow, congrats. Ich finde die Inside-Autos eigentlich ganz schick. Oh, auf 191 ist James. Wir haben Bebu Hannover. Füllkrug. Und Velkovic auf 99 für Bremen. Und Jan Sommer auf 25 für Gladbach. Serial. Augusta. Und Mario Gomez Stuttgart ist kein Serial. Okay, schauen wir uns mal an, welche Nummer die Sommer hat. Nee. Ich
Ich weiß nicht, oder? Nee, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das ist Serie Nummer 1, Jan. Jan kriegt die Sommer. Nicht dem hier, wer. Wie heißt denn der nochmal? Och, das gibt's doch nicht. Oder war es dem? Nee. Ich meine, es wäre ein anderer Name gewesen. Ich komme gar nicht drauf. Castells, Wolfsburg, Sané, Schalke. Wir haben Eckestein und Marc Uth auf 99 für Schalke. Kruse und auf 50 ist Kevin Trapp für Frankfurt. Ich komme, meine Güte, jetzt will ich hier sitzen, wieder heiß, sonst denke ich die ganze Zeit drüber nach. Warte, warte, warte. Ja, doch, dem hierbei war das, ne? Okay, ihr habt recht, ich habe mich vertan. Ich glaube, aber war eine hohe Summe, also. Ich gucke nicht viel Bundesliga, wenn dann gucke ich nur Leverkusen zwischendurch, aber ich kann ihn jetzt nicht einschätzen. Hat er so gut gespielt bei Hoffenheim, dass er so viel wert war? Die haben ja noch zwei gekauft, ne? Ich weiß es leider nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Dafür tue ich echt zu wenig Bundesliga. Ja, dem hierbei war es, ja. Und wen hatten sie noch geholt? Graben haben sie noch geholt jetzt, glaube ich, wie ich gehört habe. Ja, ich. Ich meine, ich könnte auch Gladbach-Fan sein, weil die direkt nebenan sind, aber. Genau, von Paris, der war's, ja, richtig. Ich komme gerade aber auch nicht auf den Namen, aber ich bin heute so durcheinander. Oh, wir haben Bobby Wood Auto für Hannover. Hannover Serial Random und geht an Hector. Bobby Wood. Von Paris, aber der ist gut, der von Paris. Der ist echt stark. Das fand ich einen richtig guten Transfer und der war für 5 Jahre. Castells, Wolfsburg auf 99 für Morrow und die Wolfsburger. Rahmann für Düsseldorf. Julian Brandt. Auf 191 Allaire für Frankfurt, auf 99 Kramaric. Diaby, ja, aber ich komme gerade nicht um Vornamen. Nummer 7. 7 ist Stats. Valentini. Und Gold, Burgstaller. Oh, Schalke, gut dabei. Auf 50, zweite Schalke. David Klaassen 199, wir haben Zieler für Stuttgart, Havertz für Leverkusen, Baumgartel für Stuttgart auf 99, Ginter und auf 25 Thorgan Hazard, Moussa, ja genau, Moussa Diaby heißt er glaube ich sogar, ja. Hennings und Lewandowski auf 199. Jetzt schauen wir mal, wo die Hazard hingeht. Und zwar an Serial Nummer. Na. 7 schon wieder. Wow, Stats. 7 und 9 bisher. Am Abräumen hier. Also Leverkusen hat schon ein paar gute Transfers gemacht. Dortmund natürlich auch. Dortmund hat, glaube ich, die besten Transfers gemacht. Bisher. Brand für mich alleine war schon ein mega Deal. 25 Millionen ist natürlich geschenkt, auch wenn es die Ablöse war, die festgeschriebene, aber das hat Leverkusen scheiße gebaut. Wäre ja locker das Doppelte drin gewesen eigentlich. Naja. Ja, Hummels fand ich auch viel zu toll. Ich war eigentlich ehrlich gesagt schockiert.
Ich meine, Dortmund hat es clever gemacht. Er hat ihn für wie viele Jahre abgegeben? 2, 3 Jahre. Hat er jetzt bei Bayern gespielt. Kaufen wir zurück. Hat wenig bezahlt im Gegensatz zu was sie bekommen haben. Aber der ist 30. Puh, das ist schon hart. Aber das Gute ist, die Mannschaft kennt ihn halt, ne? Und er passt halt sicherlich rein. Wissen die auch. Von daher war es, glaube ich, ganz ordentlich für Dortmund. Dafür haben sie genug bei den anderen gespart, sagen wir so. Und Auto, Leon Bailey, Leverkusen. Ja, 20 wäre noch okay gewesen. Aber dann bin ich mal gespannt, wenn Boateng wechseln sollte, dann müsste der ja auch 30 Millionen kosten. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Player Blue auf 191, Nummer 2 ist Hector. Rebic, wir haben Kalou auf 99 ist Usami für Düsseldorf und Gregoric Augsburg auf 50 Top 11 Insert Serial Nummer 6. 6 ist Ricky Reus und Usami auf 199. Wir haben Gold, Behrens für Nürnberg. James, Östonali, Pavard auf 99, Mateta, Serial für Mainz, geht an die 3. 3 ist Jan, 3, doch 3 ist Jan. Buchstaller. Ich bin mal gespannt, was noch für Transfers kommen. Arsenal hatte einen, von dem ich vollkommen überzeugt war und wirklich gehofft habe, dass wir den holen. Ein offensiver Mittelfeldschieder oder Stürmer hier. Also, ich habe heute nicht mit Namen. Ne? Claude Maurice sowieso von Lorient war, glaube ich. Das habe ich heute gelesen. Er hat sich für Gladbach entschieden. War begeistert von Gladbach. Da hat Gladbach auf jeden Fall einen super Spieler geholt. Also der wird nächstes Jahr sowas von einschlagen. Ich bin mir fast sicher. Ja, das muss man sich nicht haben. Auf jeden Fall war ich echt angetan von, dass er nach Gladbach geht. Ich habe so gehofft, er kommt nach Arsenal, aber das ging ja dann mal hinten los. Ich meine, ohne Geld kann man auch keine Spieler kaufen, ne? Naja, here we go. Oh, noch eine rote, wurde mal Zeit. Maximilian Arnold auf 199. Wir haben Mateta Auto für Mainz auf 75. Serial, machen wir gleich. Dann haben wir Camacho für Wolfsburg auf 99. Wir haben für Max Gabamin und Hannover Serial Fossum auf 10. Wir haben Augustin auf 190, Nummer 0. 0 ist Stats. Manuel Neuer auf 99. Alea Frankfurt. Ja, aber der wird nicht spielen sonst, ne? Valentini auf 99, Nürnberg. Finn Bogason. Wir haben Timo Werner. Und auf 99 Askar Siba für Stuttgart. Hernandez soll ja Innenverteidiger spielen und mit Süle zusammen. Hernandez kann nichts? Wow! Findest du? Boah, die finde ich sogar richtig gut. Alright, Serial für Mainz. Die Nummer 4. Hector, du kriegst das Mateta-Auto auf 75. Und Rot
Hannover Serial Random. Schauen wir mal. Viel Glück. Geht an Nummer. Oh, jetzt sieht man es so schwer. Nummer 10 von 10. Stats. Fossum. Rot auf 10. Jetzt haben wir schon die Hälfte. Ja, dann besprechen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. Wenn der Spieler bei Bayern ist in der Abwehr. Ich meine, viele gibt es ja nicht mehr, aber der wird auf jeden Fall einschlagen, eine Bombe. Ja, kommt hin, Stat. Ja gut, dass er verletzt ist, passiert, ne? Aber ich finde es ein sehr guter Transfer. Auch wenn er viel Geld, aber heutzutage kosten ja alle so viel, von daher wundert mich jetzt der Preis ist nicht. Ja, Leverkusen noch Meister. Also, Box Nummer 7 ist unsere Glückszahl heute. Die 7 ist ganz gut, habe ich gehört. Denn es ist Mac Time! One of One coming! Wow! One of One Nummer 14 aus Case, aus 18 Cases. Absolutely crazy! Ist er hierbei? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Alright, wir haben Mateta Auto für Mainz. Serial geht an Mainz, sind unnummeriert. Also nächste One of One. Echt crazy, ich liebe das Produkt mittlerweile. Oh Mann, ey. Nürnberg Behrens auf 199. Wir haben Haberer. Valentini, also die One of One ist kein Auto. Auto ist raus. Pavlenka für Bremen. Top 11 ist Kalou für Hertha. Wir haben Mario Götze. Ich habe keine Ahnung. Ich bestell die Cases wahrscheinlich beim richtigen Händler. 2 war Hector, sorry. Füllkrug. Und Kramaric auf 199 für Hoffenheim ist Serial. Geht an Nummer 0. Stats. Ja. 101. Super. Wow. Crazy, crazy, crazy. Alright, wir haben hier Hennings für Düsseldorf, Amiri für Hoffenheim, Hasebe auf 99 für Frankfurt. Ne, noch nicht. Okay, hier ist die One of One, ich versuch's mal nicht zu verraten. Fast getan. Löwen. Alright, da kommt die One of One. Schauen wir erstmal die hier. Castells und Gold auf 50. Philipp Max für Augsburg. Serial. Nummer. Ups, oben. Kann man sehen. Die 7 mal wieder. Stats. Alright. One of one. Viel Glück. Es geht. Nein.
oder? Doch. Oh, ich habe Glück heute. Heute ist mein Tag. Müsste Leon Bailey sein. Wow. Leon Bailey 101 Super Leverkusen. Wow. Mega cool. Sorry, Jungs. Ich habe auch mal Glück. Aber immerhin, die erste mega coole Hit für Leverkusen in 18 Cases. Also, dafür, dass sie so teuer sind, muss man auch mal belohnt werden. Sehr geil. Wow. Richtig gut. Komm, wir ziehen noch eine 101. Damit alle glücklich werden. Ja, okay, alle nicht, aber geht ja schlecht. Danke. Sehr cool. Leon Bailey für Leverkusen. Wirst du immer haben, weil das von der Maschine ist, von wo sie hergestellt werden. Hast du immer ganz leicht, ganz fein. Da musst du wirklich Glück haben, dass mal eine perfekt ist. Ist aber meistens zu 90%. Das ist so leicht. Wenn du genau bei den Supercracker fällst, ein bisschen mehr auf, finde ich. Ja, da wirst du leider nichts drauf machen können, glaube ich. Ich meine, das siehst du ja auch nur, wenn er wirklich ganz genau hinguckt. Ich guck mal hier, aber... Schwer. Ja, da muss man mit meinem Licht genau gucken. Alright, nächste Box. Nürnberg Löwen auf 190. Dortmund Marco Reus Auto auf 50. Wow, schon wieder so ein crazy Case hier. Serial Marco Reus Auto. Dortmund ist in den letzten Cases sehr stark. Random Serial Nummer gucken wir jetzt gleich. Leon Bailey für den Rainbow. Ich könnte den Rainbow sogar jetzt komplett haben. Auf 99. Ja, Kimmich. Wir haben Pedersen. Und Kevin Trapp auf 199. Gold. Wolfsburg Castells. Wir haben Julian Brandt. Auf 99. McKennie für Schalke. Wir haben Fährmann auf 190 für Schalke. Kramaric, Hoffenheim. Lazaro für Hertha. Und auf 25 Ralf Fährmann. Schalke schon wieder. Schalke, viele Nummerierte heute. Pulisic. Und Zieler. Also, schauen wir mal, wer das Reus-Auto bekommt. Viel Glück. Here we go. Sollte auf 50 sein. Ist auf 50. Also, die Karte geht an. Serial Nummer 4. Und das ist Hector. Glückwunsch, Hector. Nice Hit. Dortmund räumt heute hier ein bisschen so ab. Sehr schön. Haben sich die 4 Serial Spots schon gelohnt, auch wenn die 1 noch nicht hat. Ist. Ich glaube, wir haben bisher. Wir haben schon öfters getroffen, das wäre gelogen. Okay, schauen wir mal. Wir haben noch 4 Boxen. Also, morgen haben wir Feiertag, deswegen bin ich auch noch so spät nochmal on. Boah, schon 0 Uhr. Wir haben Showcase noch. Wenn wir Showcase noch voll kriegen, machen wir Showcase auch noch. Select Retail haben wir noch. Es sind noch ein paar Teams frei.
Muss ich aber die Liste mal aktualisieren. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. So, jetzt brauchen wir ein schönes Inside 101. Oder Auto 101. Das wär's doch. Alright, good luck. Wir haben Maximilian Arnold auf 99 für Wolfsburg, auf 25. Wie wär's mit Vevat Ibisevic Auto Hertha Lemieux? Sollte die haben, ne? Yep. Glückwunsch, Stefan. Sehr schönes Ding. Ibisevic auf 25. Auf 99, auf 190 Castells. Wir haben Bebu für Hannover. Alea für Frankfurt und auf 25 Waldschmidt für Freiburg und Mike. Auf 99 ist Devi Klaassen für Bremen. Wir haben Salou und auf 191 Ibisevic. Hertha nochmal. Das stimmt, aber leider, was heißt leider nur? Auf, letztendlich finde ich eigentlich ganz gut, dass es nur hier wirklich so im europäischen oder im deutschen Raum so beliebt ist. Weil würde es jeder breaken, weiß ich nicht. Irgendwie ist der Reiz noch da, wenn es nicht so viele breaken und es nur ab und zu halt vielleicht von uns Deutschen allen gebreakt wird. Ne? Irgendwie ist es cooler. Auf 190, 1, Jan. Eckestein und auf 50, wie wär's mit Marco Reus? Gold. Auf 50 geht an Serial Nummer 5. Und das ist Hector wieder. James noch. Ja, es wurde halt mal Zeit, dass Topps ein Bundesliga-Produkt rausbringt mit coolen, wirklich coolen Hits. Und für mich ist das bisher das Produkt des Jahres. Wenn nicht sogar die letzten 2 Jahre. Chrome ist immer super, die One-of-Ones sehen mega aus. Ich mag Super Fractor sowieso schon von früher vom Basketball. Die Produkte sind loaded. Natürlich ist es auch ein Nachteil, wenn die so loaded sind. Ne? Irgendwann ist vielleicht der Reiz weg, wenn man mal eine One-of-One sieht. Nicht mehr genauso schön vielleicht oder sonstiges. Aber mir gefällt trotzdem mega gut. Man muss sich einfach mal vorstellen, was wäre denn, wenn jedes Produkt geloadet wäre. Dann wäre es scheiße. Eigentlich. Eigentlich. Stell dir mal vor, wir machen so viele Cases von allen Produkten auf und überall hat man ständig eine One-of-One. Dann sind die auch nichts mehr wert. Ne? Ich finde es cool mit der Bundesliga halt. Erste richtige Bundesliga-Produkt, wo es auch schöne Karten gibt. One-of-One. Mal sehen, wie die es nächstes Jahr machen. Ich denke mal, nächstes Jahr werden die einen anderen Print-Run machen. Die hatten ja auch einen anderen Print-Run angekündigt, aber haben es dann doch geändert. Anscheinend hat es nicht, sonst nicht zeitlich geschafft. Ich weiß es nicht. Alright, John Brooks für Wolfsburg Auto auf 75. Morrow. Wir haben Rahman für Düsseldorf. Augustin für Leipzig auf 99 ist Oliver Baumann für Hoffenheim. Das ist Serie Nummer. Na, komm schon. 6. Ricky. Gebanin. Und auf 99 ist Jan Sommer. Serie Nummer 4. Das ist nochmal Hector. Auf 99 Morales. Düsseldorf. Auf 199 ist Q für Augsburg. Serie Nummer 5. Max Kruse, Havertz, Ginter. Auf 190 Jan Sommer, Serial Nummer 7, kann man sehen. Man will heute nicht hier. 57 von 190. Wir haben Finn Bogason 150, Sebastian Allaire für Frankfurt. Ja.
Das stimmt. Hier haben wir echt eine gute Außenbahn. Aber Belly ist oft verletzt, leider, ne? Aber könnte diese Saison mal wieder wichtig werden. Richtig, ja, Blue ist gut. Neben Autogramm, ja, schön. Okay, zwei Boxen haben wir noch. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch mal eine rote kriegen. Wäre eigentlich ganz cool. Ja, im Bundesliga-Kurm hat jedes Team Autogramm. Ja, gut, ich dachte, manche sind Blue Parallels, aber die hat ja auch jeder Fan. Also, wir haben das rote. Rote Top 11 vielleicht sogar. Bin mir gerade nicht sicher. Danach Inside Out. Here we go. Viel Glück. Wir haben auf 99 Kubo für Nürnberg. Und Baumgartel Auto 75 Stuttgart. Und das ist Mason. Und ein rotes Insert kommt. Asghar Sieber auf 199 Stuttgart. Pavard für Stuttgart. Wir haben Brand für Leverkusen. Und Top 11 Red für Hertha, Salomon Kalou. Und das ist für Lemieux. Glückwunsch. Hertha gut dabei, die letzten Breaks. Özcan Ali für Mainz auf 99, geht an Serial Nummer 6, das ist Ricky. Bobby Wood Hannover, Serial Nummer. Na, was ist die 9? Ja, 69 von 99. Valentini. Oh, noch eine rote, auch nicht schlecht. Ginter für Gladbach auf 99, Serial Nummer. 1 oder 7? Komm schon. 1. Und noch eine rote. Sehr schön. Erstmal Zieler. Rebic. Auf 190 Neuer. Lazaro. Hennings. Okay, also rote auf 10. Geht an. Na, jemand eine Idee? Ist es Castells? Nee, ne? Oder De Bürki? Es ist Castells, Wolfsburg, Morrow. Congrats. Okay, letzte Box. Wir hatten noch Reus Auto. Komm, Werner Auto wäre eigentlich ganz cool noch. Für Serial, um es spannend zu machen. Letzte Box. Dann schauen wir mal. Wir haben
Wolfsburg Auto John Brooks. Morrow nochmal. Zweite Brooks Auto. Also kein Werner Auto mehr, schade. Philipp Max. Reus auf 99 ist Waldschmidt. Wir haben Petersen und auf 99 August Dauer für Leipzig. Serial Nummer, was runtergefallen hier? 4. 4 ist Hector. Wir haben auf 190 Morales für Nürnberg und Mateta auf 50 für Mainz. Serial Nummer 1. Sie haben Burgstaller, Timo Werner, Östunali und Maximilian Arnold. Wir haben Torgen Hazard auf 199, Serie Nummer 3. Und Kramaric zum Ende. Was Insert. Also trotzdem ein sehr schönes Case. Wir machen ein kurzes Recap. Eine Sekunde. Alright, also Recap. Recap Time. James auf 50 Bayern. Sandro Wagner auf 50 Bayern. Burgstaller auf 50 Schalke. Burgstaller auf 50 Schalke. Gregoric für Augsburg auf 50. Hanno Behrens für Nürnberg auf 50. Castells für Wolfsburg auf 50. Und Allaire für Frankfurt auf 50. John Brooks Auto für Wolfsburg. Baumgartl auf 75 Stuttgart. John Brooks Auto auf 75 Wolfsburg. Ibisevic Auto auf 25 für Hertha. Mateta normales Auto und Mateta auf 75 Auto für Mainz. Leon Bailey für Leverkusen. Bobby Wood Hannover. Usami auf 75 Düsseldorf. Auf 25 Insert Jan Sommer. Auf 25 Torgen Hazard. Auf 25 Fährmann. Auf 25 Waldschmidt. Auf 10 Fossum für Hannover. Rahman auf 10 für Düsseldorf. Castells auf 10 für Wolfsburg. Und Kalou auf 10 für Hertha. Und die schöneren Hits. Fangen wir an mit Maximilian Arnold auf 50 für Wolfsburg Auto. Dann hatten wir Julian Brandt auf 10 Red für Leverkusen. Wir hatten Julian Weigel Red Auto auf 10 für Dortmund. Und Marco Reus Gold Auto auf 50 für Dortmund. Und wir hatten eine One of One für Leverkusen. Leon Bailey. One of One Super. Also, das war's für den Break. Danke an alle fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Peace.